Okay. Schlussendlich, also Schlusssatz jetzt dafür, egal, was du machst, es ist dein Leben. Du musst es für dich entscheiden und du musst dafür du musst dafür die Konsequenzen auch tragen können. Ne? Jede Entscheidung birgt Konsequenzen und du musst die auch haben wollen. Egal auf welche Seite. Okay. Hinterher brauche ich Psychologe. Ja, durch ich will im Tanga babysitten kommen. Im Leo-Tanga. Ach du Scheiße. Nee, da gibt's keine Linien im runden Raum. Nee. Ist nicht. Im runden Raum gibt's keine Ecken. Ja, warum haben die Ostfriesen immer runde Häuser, damit die Großmutter nicht irgendwo eine Ecke, wo man nicht die Großmutter eine Ecke freihalten muss? Mach mal weiter. Ja, hi Mom, Dad und Sam. Der Vatikan ist bizarr. Wie man sieht, hat die katholische Kirche immer noch einen Haufen Geld aus dem Mittelalter übrig. Ich habe mir die ganze Kunst angesehen, auch die Decke der Sixtinischen Kapelle und die Skulpturen von Michelangelo, Donatello und dem Rest der Hero Turtles. Mom, wir müssen hier nochmal zusammen hin. Ich würde mich über jemanden freuen, der die ganze Geschichte hinter allem hier zu schätzen weiß. Und Sam, ich habe hier verschiedene Relikte, damit meine ich Körperteile wichtiger toter Leute, also solltest du auch mit herkommen. Nächster Halt, Barcelona. Keine Sorge, Dad. Ich lass mich schon nicht von einem Bullen aufspießen. Alles Liebe, Katie. Ne. Überall hier Papiere verstreut. The Gits. Ah, hier ist das Treibhaus, also der Wintergarten. Ein ganz normaler Krieger. Terence L. Greenbrier. Gib das nicht auf, Liebling. So, und damit sind wir jetzt hier auch im Flur zur Küche. Das ist die Kassette, die wir jetzt nicht abspielen werden. Ein ganz normaler Retter. Die neue Entdeckung des Verlags, unbekannte Dimension. Auch wieder ein Flop. Ach Mensch, der Vater tut mir auch irgendwie ein bisschen leid, ne? Als Schriftsteller nicht anerkannt zu werden, das ist schon scheiße. Samantha und Danielle waren im Wald eines Tages. Die Sonne schien und sie waren auf einem Abenteuer, aber sie gingen
in dem bösen Teil von dem Wald und es wurde dunkel. Daniel fragte, hast du Angst? Also Samantha sagte nein. Du? Sie lachten und gingen weiter in den bösen Teil. Dann gingen sie in einen Teil, der wo noch nie dort war. Doch dann, doch da war ein Schiff, ein Piratenschiff. Ein Piratenschiff. Oh Mann, ist das denn geschrieben? Auf dem Meer, Samantha sagte, ich bin der Captain und du bist der erste Offizier. Daniel sagte, aye aye Captain und sie gingen zum Piratenschiff und segelten weg. Was denn? Übrigens, hallo mal an Benny Drowned. Hallo Benny, hallo. Schön, dass du dabei bist. Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it. And then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I'd taken for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. And for some reason, I almost believed him. Okay. Was haben wir denn verpasst? Siehst du, hörst dich an, als ob du gleich einschläfst. Nö. Sagt Nico. Nö. Und Gonzo hat gesagt, mal ernsthaft, ist ja leider mein erster Besuch bei euch, aber es wird nicht der letzte gewesen sein. Mal ein dickes Lob für euch beide von mir, finde ich echt gut. Dankeschön, Gonzo. Danke, Gonzo. Hoffentlich können wir uns auch bald mal revanchieren. Ja. Dass wir auch mal bei dir vorbeigucken. Also bei uns ist es ja immer so, so schlecht mit dem Nachgucken. Also wir sind wirklich schlechte Follower, müssen wir mal so sagen. Ja. Also wir würden gerne, auch bei Böschi, auch bei Tammy, auch wenn sie jetzt gerade Urlaub hat, ne, und gerade auch hier eine Streampause einlegt, oder auch hier bei Nico auch gerne, würden wir auch sehr gerne häufiger reingucken. Und bei Böschi und bei Tammy. Haben wir doch schon gesagt. Habe ich doch schon gesagt. Ja. Aber das ist. Kiolai. Kiolai. Nein, Gone Home ist einfach ein Walkthrough. Also, das ist so eine Geschichte, die du gespielt. Also, du läufst durch dieses Haus, erkundest die Räume und löst kleine Rätsel. Ne? Ja, und du läufst einfach nur durch und die Geschichte wird erzählt. Es ist aber eine schöne Geschichte. Eine Geschichte von zwei Liebenden. Wie hast du das denn hingekriegt, Gonzo? Was denn? Das war Twitch Radio. Hä? Der eine Auftritt, der nicht geklappt hat. Ja, ich glaube, das hattest du mir schon mal erzählt gehabt, ne? Aber auf YouTube können wir ja mal vielleicht mal vorbeigucken. Jo. So. Sorry, muss noch kurz einen Roman schreiben? Tammy? Okay. Danke, Tammy. So, herzliche Glückwünsche zur neuen Stelle. Sehr geehrte Frau Forst, Bezirksleiterin Greenbrier. Ich habe Ihre schriftliche Zusage erhalten und möchte Ihnen zu Ihrer neuen Stellung als Bezirksleiterin des Landesforstamts gratulieren. Wir wünschen Ihnen viel Glück während der letzten Wochen
im Flintlock National Forest und freuen uns darauf, Sie am 1. Mai um 8 Uhr an Ihrem neuen Schreibtisch im Amtsgebäude zu sehen. Mit freundlichen Grüßen, Bruce Pendleton, 9.04.95. Also hat sie das jetzt angenommen. Katie kommt diesen Monat nach Hause, ruft noch an wegen genauem Datum. 3. bis 7. Juni, Kurztrip zum Hochzeitstag. Aha. Ja, also eigentlich hatte ich vor, das Spiel heute noch fertig zu machen. So viel ist ja, glaube ich, auch nicht mehr. Tammy, du musst mir, glaube ich, nachher nochmal sagen. Ein ganz normaler Geächteter. Okay. Sehr geehrter Mr. Greenbrier, ich hoffe sehr, Sie erhalten in diesem Schreiben, Sie erhalten dieses Schreiben bei bester Gesundheit. Verflucht. Es ist beinahe ein verdammtes Wunder, dass Sie es überhaupt erhalten. Haben Sie eine Ahnung, wie lange wir schon versuchen, Sie zu finden? Keine Angst, wir sind nicht die Bullen, die Männer in Schwarz oder irgendwelche gruseligen Faschistentrolle. Genau genommen sind wir auf ihrer Seite. Aber lassen Sie mich von vorn anfangen. Unknown Dimensions ist, was man einen Nischenverlag nennen könnte. Wir handeln mit seltsam, mit seiner Zeit voraus seiendem, mit einer Art des Verlorenen, verloren, aber nicht vergessen, von einer kleinen, aber engagierten Gruppe von am Strom hängenden, da draußen seienden, Massenmarkt ablehnenden Werks. Ach du Scheiße. Das nur zu seinen eigenen Bedingungen verstanden werden kann. Wir hatten seit unserer Gründung vor 4 Jahren beispiellosen Erfolg damit, zeitlose Werke aufzustöbern und Christus oder besser Zombie gleich wieder zu beleben. Wie zum Beispiel N.N. Bestmans Nachricht der Schlangenmenschen. Es ist in mir von Jens Keller und Emil Kriegers oft zensiertes Buch Venusianische Fleischhändler. Aber seit wir ramponierte Exemplare ihrer ganz Normal-Serie bei einem Wohltätigkeitsbazar einer Kirche in Long Beach, New York, entdeckt haben, haben wir versucht, den Autor dieser seltsamen und düsteren amerikanischen Außenseiterkunst zu finden. John Russell, bei Tag freundlicher Versicherungsvertreter, aber nachts rücksichtsloser geschichtsverdrehender Soziopath, ist genau die Art verdrehter Friedensstifter, die das moderne Vorstadt-Amerika verdient. Es ist unsere Mission, ihn wieder ins Leben zurückzubringen. Da ihr ursprünglicher Vertrag Mercury Books vor 10 Jahren pleite gegangen ist, wollen wir Sie um die Genehmigung bitten, eine neue Auflage Ihrer Werke zu drucken. Wir hätten von Ihnen gerne ein neues Vorwort für die Bücher.
die als brandneue Edition von ein ganz normaler Retter und ein ganz normaler Geächteter erscheinen werden. Sie werden von Unknown Dimensions als limitierte Auflage Käuferkraft angeboten, also produziert und direkt unserer höchst anspruchsvollen Kundschaft angeboten werden. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen auf die Reise zu gehen und Ihr Werk wieder schreiend in die schwitzenden Hände der arglosen amerikanischen Öffentlichkeit zu drücken. Es ist Zeit. Starten Sie durch. KAZ Medish Kaczynski, Herausgeber Unknown Dimensions Limited, Michigan Avenue, Newark, New York. Da wurde er jetzt, dann waren die ganzen Bücher, die er vorher hatte, 10 Jahre zuvor. Und hier sind Bücher von Unknown Dimensions. Ne? Also unbekannte Dimension. Unknown Dimensions LTD. Michigan, ja. Also die haben ihn jetzt wieder unter Vertrag genommen. Hast du Beast das mit dem Ball gesagt? Ja, das, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo ist das mit dem Ball? Ich habe selber dran gedacht. Ich wollte dich gerade fragen, wo ist denn dieser Ball? Oh, die hat bei Sam hat bei Crown Burger gearbeitet. Ask me about Clown Combos. Ach du meine Güte. Da kannst du ja gleich bei Meckes arbeiten. Ach hier, das von Sam. Oh, nee, von Lonnie ist das, glaube ich. Ne? I asked Lonnie what she had to do to get ready to ship out for basic training. She said, not a lot really. You're not allowed to bring anything with you. You have no possessions. No contact with the outside world while you're in basic. You just train hard every day, and then you deploy from there. So, they'll just send her away. To who knows where. The other side of the country? The other side of the world? My mind, like, can't process it. She's really going to be gone. Just gone. Ja, ich sehe ihn. Aber ich glaube. Nee, von der Seite ist er nicht zu sehen. Hast du Beast das mit dem Ball gesagt? Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid, ich war gerade ein wenig abgelenkt. Aber ich hab schon. Nimm die Milchtüte und wirf. Aha. So. Yay! Und jetzt? Lass mal Gonzo, mir ist auch warm. Ach ja. Ach ja, oben ins Zimmer, stimmt. Frostbeulen am Popo, was ist denn da jetzt los bei dir? Ich dachte, es ist so warm, Böschi. Wirf den Ball auf die Milchtüte, nein. Zum Zimmer mit dem Basketballkorb an der Tür. So, das wird jetzt Kunststück.
Und das aus der Entfernung. Nein, ich weiß, es ist schwer. Mach höher. Gonzo sagt, ich sag nur Tanga. Ach, Böschi, das würden wir gerne alle mal sehen. Oh, na! So knapp. Es hat einen Roll doch nicht an der. Das hat sich ein Schatzhammer. Meow. Ha 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 ha!